Es waren einmal ein heldenhafter Bär namens Banjo, ein ziemlich lauter Vogel namens Kazooie und eine boshafte Hexe mit Namen Gruntilda. Als Banjos Schwester entführt wurde, retteten der Bär und der Vogel sie aus den Tiefen der Hexenhöhle. Dabei mussten sie viele Gefahren und Sprachschwierigkeiten überwinden, um Gruntilda schließlich zu Fall zu bringen. Die alte Hexe war allerdings sehr zäh und, was niemanden überraschen wird, sie kroch bald wieder aus ihrem Grab, bereit für Runde 2. Unsere tapferen Helden stellten sich ihr erneut entgegen und dieses zweite Finale endete ebenso schlecht für Gruntilda, die dabei ihren Kopf verlor. Viele Jahre sind seitdem vergangen und Frieden herrscht in Spiral Mountain. Und was wurde aus dem Bären, dem Vogel und der Hexe? Ah, was für ein Leben. Pizza, Sonne und nicht die kleinste Sorge. Hier ist DJ Yamyas auf Radio Spiral Mountain. Große Neuigkeiten, Leute. Wusstet ihr, dass es 10 Jahre her ist, dass ihr zwar erfunden wurdet? Pah, jetzt hört euch an. Fett und abgehalbstert. Ein paar Pfund haben wir vielleicht zugelegt. Na und? Wir müssen diese alte Hexe auch nicht mehr bekämpfen. Lange Jahre und ihr seid zurück. Dieses Mal gewinne ich. Und zwar in einem Stück. Nö, kann ich sehen, wo der Lärm herkommt. Sehen wir mal nach. Okay, ich glaube, ich kann dich immer noch tragen. Gerade so. Was tut man nicht alles, um seine Ruhe zu haben? Und damit willkommen zu Let's Play Banjo-Kazooie Schraube locker. 2009 für Xbox 360 erschienen und es ist der offizielle Nachfolger zu Banjo-Tooie. Und man kann sagen, was man will, die Grafik sieht schon mal echt gut aus. Es gibt ein paar Easter Eggs. Kazooie hat erstmal Xbox 360 gespielt. Im Haus sieht man in der Tat noch die Bilder von Bottles und Tootie und Radio Yamyas. Zu Beginn noch mit einem Soundtrack aus Conker's Bad Fur Day. Vielleicht hätte ich die kleine Pizza bestellen sollen. Hier direkt mal einen Container hingestellt. Ist ja eh egal. Witchy World, das ist der Hex-Hex-Park. Buff. Da bebt die Erde. Hallo, Spanjo. Ich würde den Huckepacklauf benutzen, aber ich weiß nicht mehr wie. Ja, die Moves wurden nicht übersetzt. Da ist was Spannendes, nämlich ein Grab. Ich hätte doch wirklich die kleine Pizza bestellen sollen. Wollen wir erstmal gucken, denn das Spiel hat durchaus Witz und Humor, immer noch. Ruhe in Frieden, Bottles. Im Jahr 2000 hier verstorben, doch etwa eine Woche später wieder von den Toten auferstanden. Sehr gut. Gucken wir mal, was da so abgeht. Da ist noch ein Collie-Wobble, diese alten Gegner. Schauen wir uns das mal an. Denn jetzt... Grunty! Was zum Grunty bist du das? Ja, dicker Trottel, ich bin wieder hier. Und bald ist es alles mein Revier. Das bezweifle ich, hast du noch nicht bemerkt, dass du bloß ein Schädel bist. Wenigstens habe ich keinen Bauch. Legen wir los, ich will dich vermöbeln auch. Pausiert. Was zur Hölle geht da ab und wie erbärmlich ist das eigentlich? Pong? Das sieht aus wie Pong, aber wer ist es? Grüße, oh zweitklassige Spielcharaktere. Wer bist denn du? Mein Titel lautet Lord of Games, doch ihr Figuren könnt mich Lock nennen. Ich bin der große Schöpfer aller Videospiele. Auch von denen, die sich nur schlecht verkaufen wie Crap bei The Ghoulies. Der Name ist komisch, nur sieht seltsam aus. Also sagt der alten Grunty, was bringt Locke hier heraus?
Ich bin gekommen, um euren Streit beizulegen, du altes Weib. Ihr spielt eine Aufgabe meiner Wahl. Der Sieger bekommt Spiral Mountain, der Verlierer ewige Schufterei in meiner Videospielfabrik. Das klingt nach einer absurden Liste. Was sagst du, wenn wir Nein sagen zu diesem Mist? Oh je. Yeah. Viva Pinata Easter Eggs, auch ein Rare-Spiel. Ich wünschte, sie könnten so bleiben, aber ich schätze, ihr wollt ganz gerne bei dem Spiel mitmachen. Also gut, die Aufgabe wird nach alter Banjo-Tradition daraus bestehen, so viele nutzlose Objekte wie möglich einzusammeln. Lass die Sammelpiade beginnen. Super, finde ich gut. Sammeln, einkollekten, das ist doch mein Hobby. Los geht's, Banjo. Kann auch hinten langlaufen, da kann man das sogar gewinnen, aber wo sieht das normalerweise aus? Nein, das kann sich keiner mit ansehen. Die Spieler heutzutage wollen das alles nicht, sie wollen einfach drauf losballern. Aber da wir unsere Zielgruppen erweitern, muss ich mir etwas Originelles einfallen lassen. Wie? Kein Einsammeln? In Ordnung, ihr Versager. Hört gut zu. Versager? Wir waren schon in anderen Spielen. Aber nicht in annähernd so vielen wie dieser italienische Gentleman, richtig? Da hat er recht. Ich werde euch jetzt in eine brandneue Spielwelt bringen. Sehr viel beeindruckender als alles, was ihr bisher gesehen habt. Mein Körper ist dahin, aber nicht meine Augen. Alles, was ich sehe, kann ich kaum glauben. Mr. Locke, ich glaube nicht, dass irgendeiner von uns wirklich in Form ist, um ein weiteres Abenteuer zu bestehen. Noch irgendwelche anderen Anliegen. Hey, LCDN, wo sind meine Moves aus den vorherigen Spielen? Die wirst du nicht brauchen. Sie sind sowieso schon ziemlich altmodisch. Vogel war schlecht in unserem letzten Spiel. Jetzt kann sie noch weniger, das heißt, nicht viel. Folgt mir bitte in den Fahrzeugen, bevor ich es mir anders überlege. Na los, Banjo, stemmt uns das cool aussehende Ding. Zu langsam, ihr Verlierer, seht ruhig her. Dieses Mal gewinne ich. Das ist nicht schwer. Das hier sieht etwas sicherer aus. Nein, es sieht aus wie ein Einkaufswagen. Wir werden echt dämlich aussehen. Schneller, Banjo, schneller. Drück auf die Tube. Spiral Mountain, eigentlich das Interessanteste am Spiel. Da werden wir hin zurückkehren. Das ist quasi die Belohnung. Eine Welt voller Easter Eggs, aber zunächst mal auf in das brandneue Abenteuer. Locke wird uns jetzt erklären, um was es alles geht. Nach der Ladezeit. Das sah ziemlich schmerzhaft aus. Fangen wir an, ja? Dieser bezaubernde Schauplatz hier ist bekannt als Showdown Town. Da hinten liegt meine herrliche Videospielfabrik. Halte, während du die Stadt erkundest, Ausschau nach diesen Türen. Sie führen in Spielwelten, die ich selbst entworfen habe. Dort findest du Puzzleteile. Jiggies, es ist alles, was du finden hast. Wir haben zumindest schon zweimal nach den Teilen gesucht. Sei still, Prämöwe. Zahle die Puzzleteile in die Jiggypunk ein. Und es öffnen sich weitere Türen. Gewinne genug Jiggies und bringe sie zur Bank, um die letzte Tür zu öffnen. Kehre dann zum Spiral Mountain zurück. Zu schnell geht der ganze Text, ey. Ich finde, ihre Stadt sieht sehr schön aus, Mr. Locke. Wenn du das sagst, Banjo. Hey, warum erzählst du nicht, was mit Warzen hier geschehen ist? Während du schließt, machte ich Mechanik, baute meine Crunchbots, um zu sehen deine Panik. Crunchys Rolle in meinem wunderbaren Spiel ist ganz einfach. Sie muss versuchen, euch zwei daran zu hindern, zu Spiral Mountain zurückzukehren. Aber wie spielen wir denn doofes Spiel? Indem ihr das hier benutzt, ungeduldiger Vogel von zweifelhafter Beliebtheit. Ein rostiger Metallstab? Du machst doch Witze, Freeview Features. Ihr werdet sogar herausfinden, dass dieser rostige Stab ein magischer Schlüssel mit nahezu unbegrenzten Fähigkeiten ist. Das Vogel hier bekommt also einen hübschen neuen Schlüssel? Was hast du denn für die zauberhafte
Grundy in der Schüssel. Oh je, yeah, das wird Pittles aber gar nicht gefallen. Also gut, halte den rechten Schalter gedrückt, um Objekte aufzuheben. Lass ihn wieder los, um sie fallen zu lassen. Hebe die Mombo-Kiste auf und bring sie zu den knochengesichtigen Gentlemen da drüben. Jupp, das machen wir direkt mal. Viele neue Elemente. Eigentlich schade, denn Rare hat erst versucht, ein richtiges Banjo-Spiel zu entwickeln, hat dann aber aufgegeben, wahrscheinlich weil sie gemerkt haben, dass sie es nicht so genial hinkriegen wie die ersten beiden Teile und deswegen haben sie was Neues erschaffen. Darauf lassen wir uns mal ein. Sag mal was, Mumbo. Mumbo öffnet Kiste für Bär. Kiste hat Teile, um zu bauen, Fahrzeuge, um zu spielen, Spiel. Diese Kiste hat einfache Teile, damit dummer Vogel nicht verwirrt. Das checken wir dann mal aus. Bär benutzt den linken Stick, um durchzusehen. Teile Mumbo-Kiste. Wenn Bär sich langweilt mit Gucken, dann drücken B-Taste zum Fortfahren. Das sind die ersten Teile, die wir bekommen haben. Damit können wir uns Fahrzeuge bauen, denn das ist schon ein Bestandteil dieses Spiels. Sind schwache Teile und ja, genug langweilt. Wer findet viel mehr Mumbo-Kästen in Start aller Kästen und halt andere Teile? Bringe Kästen zurück zum Mumbo für Öffnen und für neue Teile in Werkstatt zu lagern. So kriegt Bär mehr Teile, um Fahrzeuge zu bauen. Und jetzt komm mit Mumbo in Werkstatt. Wir versuchen zu bauen Nützliches aus einfachen Teilen, die Bär gefunden hat. Okay, ist gebonkt. Ja, wie angesprochen, das ist der größte Kritikpunkt, dass es einfach nicht ein klassisches Banjo ist. Und ich wünsche mir immer noch ein Banjo, wie es früher mal gab. Ganz die Hoffnung begraben, kann man noch nicht, aber die sollten zumindest mal zurückkehren. Bis dahin spielen wir mal diesen Teil. So, eine Musik, ein Soundtrack, den man auch kennt. Banjos Hütte, der hat sich ein Hobby gesucht, wie es scheint. Lord of Games sagt, Bär muss neu bauen, kaputtes Fahrzeug. So, da lese ich jetzt nicht alles vor, es geht halt darum, wir müssen die Sachen bauen. Da haben wir diese Ablage mit dem Pizzakartons und alles. Das ist die erste Wichtigkeit. Dann brauchen wir Räder. Ihr könnt hier unten Mumbo lesen, wenn ihr wollt. Die werden hier platziert. Ihr könnt auch drehen mit dem rechten Stick. Vier Räder. Was da noch braucht, das sind Sitze. Und zwar ziemlich genau hier am besten. Und einen Antrieb, einen Motor. Nehmen wir einen kleinen, der reicht völlig aus. Wir können eh nichts anderes nehmen. Das ist Tutorial quasi zum Bauen und der Treibstoff. Klein, der wird wo angebracht? Hier. Schon ist es fertig. Bär, toll gemacht. Fahrzeug komplett und Mumbo verblüfft. Wagen jetzt wird gespeichert und Fahrzeugdatenbank. Dann kann Bär benutzen, wenn er braucht. Ich komm, Bock, komm. Einkaufsfahrzeug auf dem Kopf. Nicht Panik. Bär steht daneben, drückt den linken Schalter, um umzudrehen. Versuch jetzt, umzudrehen. Mach ich doch glatt. Mit dem magischen Schlüssel. Bär gewöhnt sich an Wagen. Lock nicht lässt Bär nehmen anderes Fahrzeug in Showdown Town. Drücke Y-Taste, um in Fahrzeug ein- und auszusteigen, wenn Bär Fahrzeug verlieren oder ist zu weit weg. Drücke und halte Y-Taste, um Fahrzeug wiederzuholen. Sehr nützlich. Probieren wir direkt aus. Wir steigen nicht so rein, sondern laufen so weit weg wie möglich. Haben wir noch ziemlich begrenztes Bewegungsfreiheiten. Bär jetzt bereit zu fahren. Bestimmt viele Unfall, weil Bär sehr tollpatschig, aber keine Sorge. Drücke rechten Schalter zu beschleunigen und linken Schalter zu bremsen. Bär jetzt probier, was Wagen alles kann. Showdown Town ist wirklich eine schöne Oberwelt. Hier gibt's einiges zu entdecken. Unter anderem Musiknoten, das ist die Währung hier. Also nicht 100 in jeder Welt. Da haben wir Bottles, mit dem reden wir auch noch. Der haut ein paar Sprüche raus. Wow, sorry Nasor. Das war keine Absicht. Siehst aber aus wie Big L. Tätiger Angriff auf Nasor, echt? Ist das dein Plan? Das reicht. Mit dem Schabernack fahre deinen Wagen um den Fuß meines Berges herum und dann dem schlängelnden Weg zu meiner Fabrik herauf, damit ich dieses wunderbare Spiel vernünftig starten kann.
Ja, ganz genau, es ist noch nicht... Das Spiel hat noch nicht begonnen. Wir haben jetzt gerade mal die Oberwelt angekratzt. Da ist der Weg zur Videospielfabrik. Beachte deine Karte in der rechten unteren Ecke, denn sie zeigt wichtige Sachen an. Im Moment bin ich damit gemeint, also benutze sie, um den Weg heraufzufinden. Machen wir glatt, ich weiß auch, wo es lang geht. Die Oberwelt kenne ich ein bisschen. Also ich habe das Spiel nie durchgespielt, werde es jetzt mit euch probieren. Aber es ist schon genial, allerdings auch später, ja. Da gibt es... Es tauchen sehr, sehr viele Charaktere auf, also fast nur Charaktere aus den alten Banjo-Teilen. Nur wenige neue Gesichter. Da hinten ein Mumbo-Heißluftballon, wie es aussieht. Hier. Es gibt meines Wissens, ist das... Ja, das war eine goldene Note, also es gibt bronzene Noten. Die silbernen Noten sind 5 wert und die goldenen sogar 10, wenn mich nicht alles täuscht. Bums, ich fahre den fast hier oben, aber ich will meinen Magen... Erstmal hier positionieren, denn ich weiß schon warum. Hoffentlich reicht das so. Sprechen wir erstmal mit ihm. Was gibt's hier? Und so gut, hör mir zu, das sind Spielkugeln. Sie sind verfügbar, sobald du genug Chiggies angehäuft hast. Da du aber noch keine Chiggies hast, bekommst du von mir die erste Spielkugel umsonst. Setzt du eine Spielkugel auf ihren Sockel, schaltest du einer meiner fantastischen Spielwelten frei. Achte darauf, die Spielkugel nicht zu verlieren, denn dann musst du wieder hierher zurückkommen und mithilfe dieses Schlüssels eine neue holen. Und jetzt leg die Kugel in ein Fahrzeug, bring sie zu ihrem Sockel und sag ich dir, wie du deinem ersten Chiggy verdienst. Also, verständlicher halber, Chiggy, das sind die Puzzleteile. Banjo-Kazooie hießen die Puzzleteile, in Banjo-Tooie hießen sie Puzzlos und in dem Spiel einfach der englische Name Chiggies. So, hier gibt's eine steile... Achtung! Schon nicht schlecht. Also das Spiel hat auf jeden Fall was. So. Hier jede Menge Noten, die Tusche auch noch einkassieren. Ich sehe, du hast ein Warp entdeckt. Im Moment nicht wirklich nützlich, aber wenn du noch einen findest, kannst du ohne Verzögerung zwischen den beiden hin und her reisen. Wie eine Abkürzung äußerst praktisch. Ja, das kenne ich schon aus Banjo-Tooie, mein Freund. So. Hier ist die Kuppel. Deswegen nehmen wir die mal. Spielkugel drauf. Und damit... dürfte sich die erste Welt öffnen. Da ist was. Da ist eine 3 drauf. Jolly Roger Hotel. Hier ist eine 8. Es geht noch extremer. Hier ist eine 31 und sogar eine 47. Ich glaube, da dürfen wir jetzt noch nicht rein. Wunderbar, die erste Spielwelt ist jetzt aktiviert. Jede Spielwelt besteht aus mehreren Akten, in denen du Chiggies gewinnen kannst. Jede Tür führt dich zu einem anderen Akt. Du wirst sehen, dass du für jede Tür eine bestimmte Menge Chiggies brauchst, um sie zu öffnen. Ich sehe es gerne als klassische Banjo-Hommage an. Die Anzahl der benötigten Chiggies steht über der Tür. Diese Anzahl musst du auf der Bank haben, um die Tür zu öffnen. Wie du siehst, ist die Akt 1-Tür zu dieser Welt jetzt offen. Also schau mal rein, denn dort findest du deinen ersten Chiggy. Chiggy, Chiggy! Ja, das kann ich dafür, wenn es so ausgesprochen wird. Okay. Gehe ich ja noch ein bisschen rum. Allerdings, die Mumbo-Kisten und alles, was dazugehört, wir können auch hier irgendwelche Sachen mit unserem Stab rumschmeißen. Es gibt so viel zu entdecken. Das war nur die Geschichte und noch nicht mal das Tutorial, möchte man meinen. Die erste Welt startet hier. Na, die Acris, oder wie man es ausspricht. Auf jeden Fall gehen wir da rein und die Welt startet episch mit dem Trailer und so. Und deswegen will ich den zweiten Part damit beginnen, Freunde. Wenn ihr euch drauf freut, dann Daumen hoch und bis zum nächsten Mal nicht verpassen. Bis dann und ciao!